Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal, wie schneidet man eben Geraden? Erster Teil leider, weil wir da ja mehrere Möglichkeiten haben. Wir kennen jetzt die Koordinatenform. Hier haben wir jetzt die Parameterform. Wie schneiden wir die, wenn wir Koordinatenform haben? Machen wir dann im nächsten. In diesem Video geht es nur um diese Parameterform. Und gleich zu Anfang eine Empfehlung. Versucht niemals gar nie dieselben Parameter zu nehmen in der Ebene und in der Geraden. Versucht in der Ebene R und S zu nehmen, in der Geraden T oder sowas, aber halt nie dieselben. Denn jetzt kommt das, was ihr machen müsst. Ihr müsst die gleichsetzen und wenn ihr dann dieselben Parameter nehmt, kommt da früher oder später nur noch falsche Sachen raus. So, und jetzt haben wir hier nämlich drei Parameter. T, R und S. Und können drei Gleichungen aufstellen. Ich versuche das jetzt mal als Matrix darzustellen. Ups. Na, das sollte vielleicht noch was zwischendrin sein. So ein Riesenstrich oder so, das gibt es hier nicht. Komm schon. Warum eigentlich nicht? Okay, das hier ist jetzt euer mittlerer Strich. Okay. So, wir haben auf der Seite 1, also erstmal oberste Zeile, es geht jetzt nur um die oberste Zeile. 1 plus 1t ist gleich 2 plus 4r plus 3s. Wenn ihr GTR benutzen dürft, macht es mit dem GTR, es ist viel, viel sicherer. Schaut aber, dass ihr alles richtig eintippt. Oder am besten rechnet es von Hand und mit dem GTR aus, wenn ihr die Zeit dazu habt. Ich werde euch jetzt nochmal zeigen, wie man es von der Hand macht, da ich ja hier kein GTR gerade zur Hand habe. Also packen wir erstmal die ganzen natürlichen Zahlen nach rechts, denn hier steht ja das da, da kommen die natürlichen Zahlen rein. Oberste Zeile, also die 1 nach rechts, 2 minus 1 ist 1. Und er schreibt mal wieder dick, keine Ahnung wieso, aber macht ja nichts. So, alphabetische Reihenfolge würde ich euch immer empfehlen. R, S, T. Also T kommt auf ganz nach rechts, also hierher. Und danach die natürlichen Zahlen. So, jetzt, was habe ich gesagt? R ist T, also fangen wir mit R auf ganz rechts an. R müssen wir allerdings auf die andere Seite befördern, also minus 4, denn mit minus kriegen wir es ja darüber. Minus 4R eigentlich, aber die ganze Zeile steht ja hier für die Rs. Und das S genauso, minus 3. Ich mache das jetzt etwas schnell. Ich nehme an, ihr könnt es mittlerweile, ich habe ja dazu mehrere Videos schon gemacht. Also hier die 0 rüber, 3 minus 0 ist 3, 2t, minus 2r und minus 1s. Und 1 minus 2 ist minus 1, 1t, minus 9r und minus 6s. Und ich sehe gerade, ich habe das so schön als Matrix da reingepackt. Deswegen lassen wir das doch. Und nehmen gleich unseren GTR. So, dann liefert der für... ich nehme an, ihr wisst, wie das im GTR funktioniert. Ansonsten fragt mal euren Lehrer oder schreibt es in die Kommentare. Dann versuche ich dazu auch noch ein Video zu machen. Also, könnt ihr das sehen? Jetzt könnt ihr es sehen. So, R ist 1. S ist gleich minus 1 und T ist gleich 2, liefert der. So, jetzt packen wir R und S entweder hier in die Ebene rein oder wir packen einfach T hier rein und vertrauen darauf, dass wir richtig gerechnet haben. Ich nehme die Gleichung, weil da habe ich nur eine Variable und bin schneller fertig. Und da kommt dann ein Vektor raus. Achtung, noch kein Punkt offiziell. So, 1 plus 2 sind 3. 2 mal 2 sind 4. Und 2 plus 2 sind auch 4. Ne? So,
Überprüfen könnt ihr das, indem ihr R und S da oben in die Ebene einsetzt und es müsste eigentlich dasselbe rauskommen, nämlich der Schnittpunkt 3, 4, 4. Was ihr vielleicht merkt, ist, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben, eine Gleichung nur die Variablen einzusetzen und zu schauen, ob da jetzt was Wahres oder was Falsches rauskommt. Das liegt daran, dass Ebenen unendlich groß sind und Geraden unendlich lang. Das heißt, es bleiben uns genau drei Möglichkeiten. Entweder sie schneiden sich, dann kommt sowas raus, oder sie sind identisch, dann fliegen irgendwann alle eure Variablen raus. Oder sie sind parallel, dann kriegt ihr nur falsche Ergebnisse raus, wie zum Beispiel, also auch eure Variablen fliegen raus, aber dann kommt dann halt sowas wie 5 gleich 3 oder sowas raus, in jeder Zeile oder in einer zumindest. Wie ihr es auch überprüfen könnt, ist euer normalen Vektor. Aber, ja, stimmt, ich habe ja gesagt, das machen wir im nächsten Video. Deswegen war es das jetzt schon. Ich muss mir da erstmal eine Aufgabe raussuchen. Ich kann mir die auch nicht aus den Fingern saugen. Deswegen wünsche ich euch alles Gute und bis bald.